Hallo, liebe Fans, Freunde und Abonnenten. Da bin ich wieder. Komplett aus der Puste, weil ich die Treppe gerade hochgerannt bin. Und zwar wollte ich jetzt das Video weitermachen, was wir gestern leider cutten mussten, da mein direkter Zuschauer, meine kleine Tochter, Schmacht hatte. Und sie sind überwiegend gestern vom großen Opening die Booster vom Pokémon-Sammelkartenspiel Echo des Donners. Ich zähle mal durch. Ich meine, 18, 19 müssen es sein. Hier sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Richtig, 18 Stück sind es. Und die Pulls von gestern habe ich hier. Wollt ihr die alle zusammen nachher haben? Oder soll ich die Pulls von gestern nochmal im Vorweg zeigen? Ich glaube schon, oder? Damit wir nachher detaillierter auf die anderen Karten eingehen können. So, wir haben gestern gezogen ein Mehikel als Reverse Holo, ein Scoppel als Reverse Holo, ein Lulturzel als Reverse Holo, Lunastein Reverse Holo, ein Schneckmark als Reverse Holo, ein Pupita als Reverse Holo, ein Minun. Come on, Leute, das ist ein Kamehameha, oder? Und oben ist Vegeta mit Final Blast. Sehe ich das genauso? Alles cool, oder? Minun Reverse, ein Kinfo Reverse, ein Metang als Holo-Karte. Mit dem Trainer dahinter, ist das Top 4? Einer der Top 4 Trainer. Ah, geil. Dann ein Kapaloris als Reverse Holo. Ach, als normale Holo. Entschuldigt bitte. Dann haben wir die Kagoron Ultra Bestie Typ Stahl als Holo-Karte dabei gehabt. Dann das Ultra-Forschungsteam als Reverse. Heureka Unterstützer als Reverse. Wanderer Unterstützer als Reverse. Dieser schon mehrfach vorhanden. Mit Amphira im Hintergrund. Dann Expedition ins Unterirdische als Reverse. Und dann kommt der erste Superpull, und zwar Wellenbrecher Marinus Full Art Unterstützerkarte. Absolut geil, schaut sie euch an. Die habe ich so noch nicht. Und zuletzt kommt, ihr seht, unser Rainbow Pull, Arctos GX Rainbow. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Die ist doppelt vorhanden. Das heißt, diese Karte steht zum Tausch bereit. Ich denke, das ist verständlich, wenn ich äußere, dass ich am liebsten Rainbow gegen Rainbow tauschen würde, um das Ganze auf einem fairen Level zu halten. Und da mir noch einige Rainbow-Karten fehlen, ist das am coolsten. Also Leute, wenn ihr Interesse an meinem Arctos GX habt, ihr könnt mir eine GX-Karte dafür bieten. Eine deutsche GX-Karte. Die ist boosterfrisch, nie mit dieser Karte. Die habe ich so aus dem Booster in die Schutzfolie gepackt. Dann schreibt mir einfach unter pokemoney@web.de. Ihr werdet es unter dem Video nochmal als Link sehen. Eine E-Mail und wir können verhandeln, Leute. Denn nur durch Tauschen und das Zusammenarbeiten können wir unser Pokédex füllen. So, dann haben wir 18 Booster, die wir jetzt öffnen wollen. Eigentlich ist uns ist es egal, mit welchem Design wir anfangen. Wir arbeiten so von oben nach unten herab, oder? Moment. So, ich habe hier mal den kleinen Stapel. Meine Sleeves habe ich hier zur Hand liegen. Und dann, das sind die Pulls von gestern, wenn wir sie so nennen dürfen. Ist ein Reverse ein Pull? Ja, schon, oder ist Glitzert, ja. Und Glitzer ist cool. So, wir fangen an mit dem Echo des Donners Celebi Booster. Kachau. Dann kommt der Online kurz zur Seite. 1, 2, 3, 4. So, dann mache ich wieder einen Energiestapel. Dann haben wir einen Kecleon. Trainerunterstützerin, Unterstützer, Urlauberin. Auf den Trainerstapel. Trainerunterstützer Bianca. Ein Meryl. Wo auch immer. Ein Wampel. Leute, seht ihr das im Hintergrund? Das Schwarze? Das könnte ein Superpull sein. Ein Wampel. Aber wir müssen abwarten. Ein Nichtel. Ein Waribi. Ein Gastella. Ja, ich habe vorhin beim Einkaufen mal geschaut, so die ein, zwei Läden, wo man hier Pokémon-Karten im Norden ergattern kann, drin, aber Leute, die haben alle nur Echo des Donners Booster.
Teams und Trumpf scheinen hier im Norden nicht auffindbar zu sein. Sonst hätte ich schon welche da. Und bestellen über Amazon wollte ich nicht, da ich schon mal mehrfach bestellt habe. Und ich vermute, dass das abgewogene Booster waren, weil in keinem der bestellten Booster ein Pull drin war. Weder Holo noch Rainbow, sonstiges. Es waren immer nur Booster mit Karten, wo ich sage, okay, cool. Das waren die 5 Euro nicht wert. So, dann haben wir das Castella gehabt. Dann folgt darauf Trainerkarte, Stadion, Prisma, Donnerberg. Ich lese sie mal vor. Und zwar die Trainer aus Stadion Donnerberg sagt, die Kosten der Attacken der Blitz-Pokémon, deiner und der deines Gegners, verringern sich um einen. Also musst du eine Energiekarte weniger anlegen, um die Attacke anwenden zu können. Verhindere jedes Mal, wenn ein Spieler eine Item- oder Unterstützerkarte aus seiner Hand spielt, alle Effekte jener Karte, die dieser Stadionkarte zugefügt werden. Das heißt, sie scheint ziemlich unantastbar zu sein. Und als Pull haben wir ein Alolas Nobilikard. So, der Prisma Donnerberg. Ich glaube, der ist auch noch nicht vorhanden. Ich gehe nochmal für euch. Sofort in die Folie. Und zur Seite gelegt. Dann kommen wir uns zu unserem nächsten Booster. Mit Lugia drauf. Ich glaube, ich werde die Kamera gleich ein bisschen verstellen. Ach komm, Leute, der Code soll für euch sein. So rum ist es richtig. 9GX4R7W MBWY VV UYWY. So. Der Booster war eurer. Jetzt werde ich die Kamera ein bisschen. Fest ist fest, oder? Scheinbar kann ich es jetzt so nicht lösen, ohne dass die Kamera aus der Fassung zu reißen. Darum bleiben wir so. So, 1, 2, 3, 4 Karten nach vorne. Wir fangen an mit der Wasserenergie. Trainerunterstützer Fabian. Wieder die Urlauberin. Dann haben wir ein Botogel. Botogel, lass deine Macht wirken und habe ein Geschenk in diesem Booster. Bitte. Ein Pepek. Ein Sichlor. Welches sehr rasant durch die Wiesen schweift. Ich halte die Karten nicht richtig. Seht ihr es hinten? Es scheint schon wieder ein Pull zu werden. Dann haben wir einen Flunschlick. Ein Endivier. Ein Alola Mauzi. Und dann haben wir ein Prisma Ditto. Das Ditto habe ich schon. Ditto war eins der mir fehlenden Karten. Das Prisma Ditto ist schon vorhanden. Aber ich freue mich trotzdem. Leute, dieses Ditto steht auch für euch bereit zum Tausch. Und ich hoffe, hinter Ditto verbirgt sich noch ein Superpull. Und zwar ein Ninja Tom. Okay. Ninja Tom habe ich schon. Ich glaube, genau das gleiche Artwork und Design. Aber Ditto ist schon mal cool im Booster, oder? Ditto Prisma. Booster frisch zur Seite gelegt. Dann geht es weiter mit dem nächsten. Wieder mit Lugia drauf. Ja, ich war letztens am Überlegen, ob ich die Karten aufschneide, die Booster aufschneide, online kurz zur Seite, um so die Karten schneller aus den Boostern rauszuholen. Aber das macht, denke ich mal, nur Sekunden aus. Und ich denke, wenn ich sie vor der Kamera aufmache, ist viel mehr Spannung hinter, oder? Dann haben wir einmal Trainerstützer, Unterstützer Matsurika, ein Alola Diktri, ein Pinsir. Ein Lavita, ein Fleckmon, ein Petsneef, ein Alola Dicta, ein Natu, ein Alola Vulpix als Reverse und dahinter versteckt sich ein Trainerunterstützer Matsurika als Full Art Karte. Geil! Wow, das schockt absolut. So, erstmal das Alola Vulpix. Hier nochmal für euch. Als Reverse-Karte zur Seite gelegt. Und da haben wir Trainer-Unterstützer Matsurika als Full Art. Absolut geiler Pull. Auch wenn ich wieder sagen muss, die Trainerkarten sind zweitrangig. Ich will den Pokédex voll haben. Als Pokémon-Trainer will man die Pokémon haben und nicht die Items. Aber nebenbei freue ich mich über jede geile Trainerkarte. So,
Matsurika. Durchsuche dein Deck nach einer Feenenergiekarte und lege sie an eins deiner Pokémon an. Mische anschließend dein Deck. Ja, cool. Die schockt. Matsurika zur Seite gelegt. Und weiter geht's mit dem Echo des Donners Booster mit Zeraora drauf. Ja, wo wir gerade Zeraora sehen, was erwarte ich aus diesen Boostern? Mir fehlt auf jeden Fall noch ein Zeraora, ein Vinicro, wobei ich gerade sehe, Vinicro habe ich schon, das muss ich mal nachgucken. Ein Chabelle, ein Capufala, ein Amigenta, ein Amigento, ein Kurelei und ein Pampros. Die fehlen mir aus der Alola-Region noch. Das heißt, über diese Karten, egal in welcher Form, würde ich mich tierisch freuen. Mein Sohn hat das Zeraora Rainbow gezogen, also Rainbow-Karte. Die hätte ich natürlich auch gerne. Aber wir wollen das Level nicht zu hoch schrauben und sagen daher, wir freuen uns über jede Version, auch über das normale GX Zeraora. So, da haben wir die Stahlenergie. Professor Linz Vorlesung. Ein Pupita, ein Trompec, welches scheinbar einen Finsterball formt. Geil. Dann ein Natu, ein Endivir, Pachirisu, ein Hopfspross, ein Rockara. Oh, absolut sweet. Seht ihr das? Ein Hytera als Reverse Holo. Aber seht ihr dieses Hytera? Wunderschön. Und hinter Hytera verbirgt sich schon auch ein nächstes Superholo. Und zwar ein Ho-Oh. Geil, das ist ja ein cooles Ho-Oh. Als normale Unholo-Rare-Karte, aber das schockt, oder? Die habe ich noch nicht. Nein, sie ist Unholo. Richtig cooles Artwork. Geil. So, unsere wunderschöne Hytera verschwindet in der Folie. Hier nochmal für euch. Und aktuell muss ich sagen, bin ich mit den Echo Donners Booster sehr zufrieden, oder? Das nächste ist mit Jelly drauf. Na, habt ihr es auch gesehen? Umdrehen. 1, 2, ich weiß, welche Karte uns hier befindet. Aber ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. So, die Blitzenergie. Dann haben wir einen Schalocco. Eine Kahili. Ein Dedenne. Einen Kader, ein Nampi, ein Voltilam, ein Gastella, ein Snubbull und dahinter ist ein Ditto Prisma mal 2. Ja, Ewigkeiten Dittos gesucht und versucht zu ziehen. Jetzt habe ich eines, also es ist kein für mich mehr fehlendes Pokémon, weil aus dem Pokémon Dex Kanto fehlt mir noch ein Omod. Und jetzt ziehe ich scheinbar ein Prisma Ditto nach dem anderen. Aber gut. Das sind alle schöne Karten zum Tauschen. Vielleicht einen kleinen Wert haben. Dahinter verbirgt sich als Superpol eventuell ein Professor Linz Vorlesung Unterstützerkarte als Full Art. Yes! Leute, wie viele Booster haben wir aufgemacht? 5, 6 und wir haben 2 Full Art Karten drin. Absoluter Hammer. Professor Linz Vorlesung, die zweite Unterstützer Full Art, die ich noch nicht habe. Durchsuche dein Deck nach bis zu 3 Pokémon mit 60 KP oder weniger. Zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Mische anschließend dein Deck. Absolut geil mit Vollriegel, Endivir und Kanimani. Die Starter-Pokémon. Cool, Leute. Ich zeige euch die Puls am Ende nochmal. Aber ihr seht hier, wir haben noch einiges an Booster vor uns. So, hier müsste Koplosio sein. Na, der Booster lässt sich fast nicht öffnen. Ich hoffe, es ist die Macht eines Zeraora Rainbow. Bitte, bitte, bitte ein Zeraora Rainbow. Online-Code zur Seite. Dann drehen wir die Karten. 1, 2, 3, 4. Habe ich das Schalocco gerade auf den falschen Stapel gelegt? Die Finsternis-Energie. Ein Botogel. Ich habe hier alles durcheinander. So, nun stimmt das wieder. Trainer-Item Nirgendwo-Mixer. Der Mixer aus dem Nirgendwo. Ein Panekon. Ein Natu. Ein Hunduster. Ein Alola-Dicta. Ein Gagabor. Ein Chainera. Ein Lavita-Reverse. Vorhin das Pupita-Reverse gesehen. Der wäre doch als nächstes gerade ein Despotar-Reverse, oder? So, Leute.
Was glaubt ihr, was versteckt sich unter Lavita? Freuen wir uns wieder. Es ist ein super Pull, der nächste. Leute, drückt die Daumen und wir haben ein Echnatoll als Unholo-Rare-Karte. Schade. Aber gut, hier kommen noch einige Booster. Wir haben die Chance noch auf die von uns gesuchten Karten. So, da ist wieder Celebi drauf. Ja, lieber Kai, du wirst dieses Video wahrscheinlich auch heute noch sehen. Ich werde heute ein bisschen ausführlicher erzählen, ein bisschen viel labern, da ich jetzt gerade Zeit dazu habe, um wieder ein vernünftiges Video zu streamen. Schau es dir bitte bis zum Ende an, Kai. Es lohnt sich. So, 4 Karten nach hinten, von hinten nach vorne. Und wir starten mit der Feuerenergie. Dann ein Mantax. Ein Ariados. Trainer-Item, Feenschmuck, Psycho. Ein Merrill. Ein Wampel, ein Lichtel, ein Wadribi. Ich frage mich, Pokémon, das ist ja eigentlich sind es ja 3 Pokémon in einem, oder? Leidet ein solches Pokémon unter Schizophrenie? Oder haben alle Pokémon den gleichen Gedanken? Alle 3 Ribis in der Wade? I don't know. Leute, denken, ich glaube, wir sollten nicht so viel drüber nachdenken und so hinnehmen, wie es ist, oder? Wadribi. Dann ein Gastella und dahinter verbirgt sich ein Donnerberg Prisma. Auch diese ziehen wir jetzt zum zweiten Mal. Das heißt, auf jeden Fall ist sie jetzt doppelt und zum Tausch vorhanden. Und dahinter kommt die Rare-Karte. Lass uns mal leicht näschieren. Sieht nach einer Donnerkarte aus. Vielleicht ein Kaporiki? Das haben wir schon, oder? Nein, Leute, könnt ihr es lesen? Es ist ein Raikou. Als Non-Holo-Rare-Karte. Cool, das Artwork habe ich so noch nicht. Das heißt für mich eine wichtige Karte, um mein Pokédex zu erweitern. Auch wenn ich die Karte schon habe, zählt jedes Artwork als einzelner Pokédex-Eintrag. Denn jedes Artwork erzählt uns eine andere Geschichte von diesem Pokémon. So, weiter geht's mit dem Koplosio-Booster. Die wollen sich alle nicht öffnen lassen. So, den haben wir zur Seite. 1, 2, 3, 4. Zack. Und die Finsternis-Energie. Dann haben wir das Trainer-Item Bun-Sticker. Da bin ich mir sicher, die habe ich auch noch nicht. Cool. Dann die Gedächtnis-Spezial-Energie. Dann ein Hohenweisel. Ein Lampi. Ein Voltilam. Eine Gastella, ein Snubbull, ein Schneckmark, ein Mantax-Reverse und hinter Mantax-Reverse, hinter Mantax-Welle, auf der er surft, verbirgt sich ein Pudox als Non-Holo-Rare-Karte. So, Leute, ich verliere den Flow. Ich komme voll raus. Wir brauchen wieder einen Pull. Wir brauchen wieder einen Pull. Und den führt uns. Wow, der Booster ist mir aus der Hand gesprungen. Leute, lasst uns diesen Booster nach ganz unten legen. Vielleicht will der noch nicht geöffnet werden, weil sich die Magie der Pokémon dort drin verbirgt. Und wir fahren weiter mit Koplosio. So. Haben wir den Pokémon-Code. Der kommt zur Seite. 1, 2, 3, 4. Ja, Leute, ich kann euch nur empfehlen, momentan voll im Kommen Flauschi. Zusammen mit Poke JM, Pokemaniac und Card Buddies, Leute. Abonniert auch diese junge Dame. Denn sie wird euch vieles zeigen, was ihr noch nicht wisst. Die Feenenergie. Trainer Item Stahlhelm. Trainer Unterstützer Jens. Ein Damioplex. Die Karten zu sehen, ja. Ein Eliseber. Ein Onix. Ein Weberak. Ein Robball. Ein Bubungus und die Trainer-Stadion-Prisma-Karte Hitzemanufaktur. Wir ziehen scheinbar nur Prisma-Karten. Cool. Einmal während des Zuges jedes Spielers kann der Spieler eine Feuerenergiekarte aus seiner Hand auf seinen Abwehrstapel legen. Wenn er das macht, zieht er 3 Karten. Verhindere jedes Mal, wenn ein Spieler eine Item- oder Unterstützerkarte aus seiner Hand spielt, alle Effekte jener Karte, die dieser Stadionkarte zugefügt werden.
Also scheinbar auch Dieselkarte fast unantastbar. Und dahinter verbirgt sich ein, hinter der Hitzemanufaktur, ein Primarine Non-Holo Rare-Karte. Cool, das Artwork habe ich auch noch nicht, also ist das auch eine Karte für meinen Pokédex. Und die Hitzemanufaktur Prisma ist, glaube ich, auch noch nicht vorhanden. Geil. So. Dann kommt der nächste Koblosio Booster. Ich habe scheinbar nur Koblosio Booster. Ich habe, glaube ich, von zwei oder drei Sternen eingekauft. So, online kurz zur Seite. 1, 2, 3, 4. Da nochmal einen großen Dank an Frank. Großen Dank an Frank. Da er auch ein, zwei Booster, vielleicht auch drei oder vier, dazugegeben hat. Um so Material für die Videos zu liefern. Der Nirgendwo-Mixer. Ein Schalocco. Dann ein Trainerunterstützer Kahili. Funduster. Ein Alola-Dicter. Chanera. Pachirisu. Ein Robball, ein Marill Fee als Feentyp, Reverse Holo und dahinter verbirgt sich ein Marill, geh weg, ein Viridium GX Full Art, Leute. Das ist ein super Pull. Ich hatte überlegt gerade, ich habe Viridium schon in 3-4 Versionen, auch als GX, aber noch nicht als Full Art. Leute, absolute Pull. Viridium GX, das Pflanzen-Pokémon mit dem Angriff Zweifachzug, ziehe zwei Karten und zwei Pflanze-Energien als Kosten, ja, als feinfühlige Klinge 50+. Leute, sauber. Die packen wir zur Seite und wir kommen zum nächsten Booster. So, ich habe gerade die Ansage bekommen, dass wir gleich starten wollen. Daher muss ich mich einen Tick beeilen und wir gehen zusammen die Booster einen Schritt schneller durch. Vier von hinten nach vorne. Die Psychoenergie, ein Hohnweisel, ein Skaraborn, ein Pinsir, Vakara, Eliseba, ein Onix, ein Weberak, ein Robball, ein Wampel Reverse und dahinter ein Victini als Non-Holo Rare-Karte. Einmal ein paar Sleeves rausholen. So, dann kommt mein weiterer Booster mit Celebi drauf. Ja, wenn ich gerade das nächste Booster sehe mit Lugia als Cover drauf, ein Lugia GX Full Art oder GX Full Art Rainbow wäre natürlich auch ein kleiner Traum, da ich Lugia schon majestätisch finde. Dann haben wir einen Skaraborn, Feenschmuck Kampf, ein Hubbelupf, ein Knierfisch, ein Dedenne, ein Vollriegel, ein Tangela, ein Wampel, ein Tangela Reverse und da verbirgt sich ein Suicune GX. Cool. Wobei, habe ich schon. Leute, auch Suicune GX steht zum Tausch bereit. Und Tangela Reverse, bin ich mir sicher, die habe ich auch schon häufiger. Und jetzt geht weiter mit dem Lugia Booster. So, lasst die Macht in diesem Booster wirken und gebt mir ein Lugia GX Rainbow oder Full Art oder Vogue immer. Hauptsache gibt mir ein Lugia. So, dann haben wir eine Finsternis-Energie. Trainer-Item Elektrokraft. Ein Botogel. Ein Lorblatt. Lorblatt, verdammt selten in diesen Boostern, oder? Ich glaube, das ist der erste Lorblatt, was ich ziehe. Ein Chanera. Ein Gagabor. Seht ihr das Schwarze hinten? Wuhu, das wird die nächste Prisma sein. Ein Perfekt. Ein Sichlor. Ich halte die Karten immer noch nicht richtig. Ein Fünfschläger. Und dahinter ist wieder ein Ditto Prisma. Ditto Prisma versteckt sich vor einem Echner toll. So, Ditto Nummer 3 auf diesem Pull. Dann haben wir wieder einen Jellybee Booster. So. 5 Booster sind es mit diesem noch, dann haben wir es geschafft. Dann geht für mich das große Aufräumen, Umrollen, Einsortieren, Wegpacken wieder los. Außerhalb der Kamera. Aber da habe ich aktuell, glaube ich, ein bisschen Zeit für. So, die Blitzenergie. Ein Ninjas, ein Mariana, wieder der Nirgendwo-Mixer, ein Eliseba, ein Onix,
ein Weberack, ein Robball, ein Bubungus, Trainer-Item, Abenteuerbeutel als Reverse. Und dahinter verbirgt sich ein Lapras. Hey, die ist cool. Als Non-Holo-Rare-Karte. Mit einem richtig sweeten Artwork. So, Reverse-Holo in die Folie und weggepackt. Und wir kommen zu Package Nummer, I don't know, 18 waren es. 3 haben wir noch, 4 zum Package Nummer 14. 1, 2, 3, 4. Da haben wir die Stahlenergie. Ein Capoeira. Ein Fabian. Eine Lagtag, welches cool am Baum hängt. Ein Knierfisch. Ein Didenne. Ein Vollriegel. Ein Wampel. Ein Robball. Wieder die Trainerstadion Prismakarte Hitzemanufaktur, welche jetzt auch doppelt ist und für euch zum Tausch bereitsteht. Na, Folie kommt. Sehr lieb. Und dahinter verbirgt sich ein Pyroleo als Non-Holo-Rare-Karte. Ich glaube, dieses Artwork ist auch schon vorhanden, weil ich für Pyroleo lange gesucht habe. Nicht für, sondern Pyroleo lange gesucht habe. So, dann haben wir noch einmal Zeraora. Die legen wir als vorletzte hin. Und nehmen Koplosio zuerst. So. Das lässt sich wieder nicht öffnen. Bitte lass das Magie sein. Der Pokémon-Karte, die einfach nicht freigelassen werden möchte. So, haben wir 1, 2, 3, 4. Dann haben wir die Finsternis-Energie. Endlich mal ein Xatu und kein Natu. Lass das Magie sein, der Weiterentwicklung. Die Kraft der Weiterentwicklung. Ein Zubiris. Ein Marikek. Ein Voltilam. Ein Gastella. Ein Snubbull. Ein Schneckmark. Ein Pepek. Ein Alola Mauzi als Reverse. Und dahinter versteckt sich ein Anegro Ultra Bestie. Anegro Ultra Bestie als Holo-Karte. Cool. Ich glaube, die habe ich schon, aber nicht als Holo. I don't know. Sollte ich sie haben, wird auch die zum Tausch bereitstehen. Ich mache mal, ich glaube, das nächste Video. Ich glaube, im nächsten Video zeige ich euch den nächsten Pokédex und oder meinen Tauschordner. So, dass wir über meine E-Mail-Adresse pokemoney@web.de schreiben können und auch tauschen können. So, das vorletzte Pokémon-Sammelkartenspiel Sonne, Mond, Echo des Donners Booster mit Zeraora drauf. Leute, wisst ihr noch, was ich ziehen möchte? Na. Ich möchte unbedingt ein Zeraora ziehen. Mir ist erstmal die Form egal. Wobei ich gerne mit meinem Sohn auflegen möchte. Der hat ein Zeraora Rainbow gezogen. In einem der vorherigen Videos, schaut es euch an, hat Luca ein Zeraora Rainbow gezogen, was ich auch verdammt gerne hätte. Da Rainbow ja schon cool ist. Eine Wasserenergie. Ein Charloco. Kahidi. Didenne, ein Weberak, ein Robball, Pubungus, Chanera, Gagabor, ein Labita als Reverse und da verbirgt sich ein Entei. Entei als Non-Holo-Rare-Karte. Mit einem ziemlich coolen Artwork. Könnt ihr es sehen? Der Fokus ist wieder da. So, jetzt kommt Labita natürlich sofort in die Folie. Und wir kommen zum letzten Booster. Das magische Booster, welches mir vorhin mit der Macht Jellybees aus der Hand gesprungen ist. In der Hoffnung auf ein Lugia GX Rainbow oder ein Zeraora GX Rainbow. Ja, Zeraora. Hier nochmal meine Pokéliste, die ich mir selber angefertigt habe. Das sind die mir noch fehlenden Karten. Ihr seht oben Omod, Azure, Ramaidon. Dann geht es so weiter runter. Bis zuletzt dort Zeraora steht. Ist die mir auf jeden Pokémon-Karte, um mein Pokédex zu füllen. Ich glaube, 29 Karten ist noch. Dann habe ich alle 809 Pokémon als Karten vorhanden und in meinem Ordner drin. Und lasst uns nicht viel schnacken. Wir öffnen jetzt den Pokémon-Booster mit Celebi drauf. So. Dann haben wir den Code zur Seite. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir die Wasserenergie.
ein Latenecto, welches Ausschau hält. Ausschau nach dem mysteriösen Pokémon. Ein Reptane. Abenteuer-Item, Trainer-Item, Abenteuerbeutel. Ein Pepek. Ein Knierfisch. Ein Didenne. Feuriegel. Ein Wampel. Ein Pummelhof Reverse. Und was verstecken sich in der Pummelhof? Bitte, 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 mein Zeraora Rainbow. Bitte, bitte. Und zwar ein Lavados als Non-Holo-Rare-Karte, die schon vorhanden ist. Schade, Leute. Scheinbar muss ich noch mehr Booster bekommen, um endlich mein Zeraora Rainbow und mein Lugia Rainbow zu bekommen. Weil ich denke, diese beiden Karten, ich kann sie noch online so kaufen, aber das Feeling muss da sein. Das Feeling, wenn du es aus dem Booster ziehst. So, ich gehe einmal kurz die Karten durch und packe die, die ich doppelt habe, auch zusammen. Ach, wisst ihr was, wir gehen so durch. Und zwar haben wir gezogen heute. Ein Pummeluff. Warum so viele Karten wieder? Ich habe keine Lust, das zu sortieren. Ein Pummeluff Reverse. Ein Lavita Reverse. Ein Anego als Holokarte, ein Ultrabestie. Ein Alola Mauzi. Dann das die Trainerstadion-Karte Hitzemanufaktur als Prisma-Karte. Könnt ihr so sehen, meinen Finger nicht im Weg. Dann haben wir Abenteuerbeutel als Reverse-Holo. Ditto als Prisma-Karte. Tangela Reverse. Suicune GX. Wampel Reverse. Viridium GX Full Art. Eigentlich mit der geilste Pull, den wir heute hatten. Oder? Wie seht ihr das? Ich finde wohl, oder? Rainbow war keine dabei, aber die Viridium GX Full Art. Dann geht es weiter wieder mit einem Merrill Reverse. Mantax Reverse. Trainer-Item, Trainer-Stadion Donnerberg Prisma. Lavita Reverse. Professor Linz unter Vorlesung Trainerausschützer Full Art. Mit Viridium gleichzusetzen oder sagt ihr, Viridium GX Full Art ist da wertvoller? Für mich ist das Viridium GX wertvoller, da ich die Pokémon hauptsächlich sammle und Trainerkarten nebensächlich sind. So, was nicht heißt, dass ich sie verschenken würde. Trainer, Unterstützer, Professor Linz Vorlesung als Full Art. Dann wieder ein Prisma Ditto. Hytera Reverse. Trainer, Unterstützer, Matsurika Full Art. Ein Alola Vulpix. Unser drittes, aber eigentlich erstes Ditto Prisma. Und Donnerberg Trainerstadion Donnerberg Prisma ist auch vorhanden. So dass ich glaube ich auf Schnelle sagen kann, das waren unsere drei Superpuls. Alle drei als Full Art Karte. Und wir nicht das gezogen haben, was wir uns erhofft haben, nämlich die Pokémon, die mir noch fehlen. Damit verabschiede ich mich von euch, Leute. Schön, dass ihr dieses Video gesehen habt. Ich hoffe, ihr bleibt treu, meine Gefährten, auf meinem Weg zum Pokémon-Meister. Zum absoluten Pokémon-Pokédex, den ich mit euch zusammen fülle. Und auch, wie ich vorhin hochgeladen habe, werde ich ein, zwei besondere Sachen aus meiner Nintendo Switch Edition Pikachu Go auch hochladen, damit ihr ein bisschen Abwechslung findet. Ja, hier nochmal meine ganzen Pulse, in welchen ein Holo-Effekt drin ist, die ich noch in meinen Ordner einsortiere. Welche ich doppelt habe, kommen in meinen Tauschordner. Welchen ich wiederum in einem der nächsten Videos euch zeigen werde, damit ihr wisst, wo, der Manni hat eine Karte, die brauche ich. Der Pokémoni hat eine Karte, die brauche ich. Dem schreibe ich unter pokemoni@web.de eine E-Mail und will mit ihm tauschen. So Leute, bis zum nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Lasst ein Like da, abonniert mich und empfehlt mich weiter. Euer Pokémoni.